Ich habe letztens eine Geschichte gehört, wie jemand nach 6 Jahren sein Sparschwein geschlachtet hat und da waren einfach 12.000 Euro nur in Münzen drin. So ein Sparschwein ist schon was Geiles, aber nachdem er mit dem Smart-Klorollenhalter, der die Rolle immer automatisch richtig rumdreht, bereits die Industrie revolutioniert haben, schauen wir jetzt, wie man ein gutes altes Sparschwein durch moderne Technik noch geiler machen kann und damit auch noch mehr Geld beiseite legen kann. Alles beginnt mit dem Konzept. Meiner Meinung nach ist das größte Problem an einem normalen Sparschwein, dass man nicht sieht, wie viel Geld drin ist. Und um das zu beheben, braucht es einen Geldzählmechanismus. Jetzt haben wir überlegt, ob man dafür einfach einen für 20 Euro aus dem Internet kauft. Aber ich dachte, wir bauen den Mechanismus einfach selber, weil wir scheinbar sonst nichts Besseres zu tun haben. Und weil es geiler ist. Wir müssen also jede Münze zählen. Dafür müssen die allerdings erstmal sortiert werden, damit wir auch wissen, okay, wie viel Wert hat die einzelne Münze. Und dafür brauchst du einen Sortiermechanismus. Und so einen haben wir auch eigentlich überall im Internet gefunden. Zum Beispiel hier. Es ist mega krass, wie simpel dieses Konzept ist und wie gut das halt auch scheinbar funktioniert. Und weil ich das auch gerne mal selber probieren will, haben wir sowas in 3D gedruckt. Also das ist dieses einfache Ding hier. Das hier ausreichen soll, um Münzen zu sortieren, das packe ich jetzt nicht so richtig. Ein Euro habe ich nicht, es gibt direkt 50 Cent. Okay, der fällt aber auch beim Euro raus. Oder vielleicht ist der Euro auch kleiner als 50 Cent und fällt vorher raus. Oha, ach so läuft das nämlich. Also die 2 Euro fallen ganz unten raus, die 50 Cent fallen im vorletzten raus und der Euro fällt dann im dritten raus und ist einfach, ja gut, ist kleiner als 50 Cent. Warum eigentlich? Macht ja gar keinen Sinn. Okay, 20 Cent überspringen wir, da vertrauen wir jetzt auch mal, aber 10 Cent fällt hier raus. Nee, 10 Cent sollten da nicht rausfallen, oder? 50 Cent, 1 Euro, also hier 20 Cent und eigentlich sollten 10 Cent erst hier rausfallen, kann das sein? Ach, gleiche Trick, ich fall jedes Mal drauf rein, ne? Weil 5 Cent ja größer sind als 10 Cent. Warum? Das macht gar keinen Sinn, wer hat sich das auch gedacht? Ey, das ist übel cool, dass dann einfach alles so weit durchrutscht, bis es da reinfällt. Ja, und am Ende ist es sortiert. Jetzt, wo der Plan für den Mechanismus im Inneren steht, geht's ans Design. Wir werden das Sparschwein dafür im Stil vom Warp-Sparschwein Conti aus Honkai Star Rail bauen, dem Sponsor des heutigen Videos. Das sieht mega futuristisch aus und ist deswegen perfekt für unser Smart-Sparschwein. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das hier echt riesig ist und nicht so wirklich ins Schwein, glaube ich, reinpasst. Und meiner Meinung nach soll so ein Sparschwein schon ein bisschen kleiner sein als ein echtes Schwein. Also müssen wir uns da noch was einfallen lassen dafür. Wir haben jetzt eine Weile überlegt und wollten schon fast 2 Schlitze ins Schwein reinmachen. Das Teil hier halbieren und dann halt ne, die halben Bahnen dafür nehmen. Eine Bahn für die großen Münzen und eine Bahn für die kleinen Münzen. Aber das wäre natürlich ein bisschen dumm, wenn man es eh selber sortiert. Dann kann man es auch eigentlich fast selber zählen. Drum muss eine andere Lösung her. Die Lösung des Problems war es dann, einfach noch eine Kurve in den Sortiermechanismus einzubauen, die die Münzen einmal in die andere Richtung umlenkt und schon hat der Mechanismus einen deutlich kleineren Fußabdruck und das Sparschwein muss nicht Originalgröße haben. Also ich starte jetzt mal ganz simpel ja mit 2 Cent. Die fallen da einfach raus. Ne? Und 5 Cent fällt auch da raus, dass rausfahren soll. 10 Cent auch. 1 Cent brauchen wir gar nicht testen. Spannend wird es jetzt mit denen da unten. Das ist so krass. Ich finde diesen Mechanismus, also ohne Witz, ich finde den viel zu geil. Ich finde ihn viel geiler, als man ihn finden sollte, weil der ist schon echt simpel. Der Sortiermechanismus hier passt. Als nächstes machen wir das eigentliche Sparschwein. Dafür haben wir uns ein 3D-Modell vom Warpschwein organisiert, leicht angepasst und in unseren 3D-Drucker geschmissen. Das hier ist eine Timelapse von der unteren Hälfte, die bestimmt wieder mal mega geil ausgesehen hätte, wenn das Licht angewiesen wäre. Mal schauen, wie der Druck aussehen wird. In Action erleben könnt ihr das Warp-Sparschwein Conti übrigens in Honkai Star Rail. Das ist ein Weltraum-Fantasy-RPG von den Machern von Genshin Impact, das ihr auf dem PC, auf eurem Handy und jetzt auch auf der PS5 kostenlos spielen könnt. Und der Spielfortschritt wird zwischen allen Geräten synchronisiert. Ihr erkundet in Honkai Star Rail die verschiedenen Welten des riesigen Universums, löst knifflige Rätsel und besiegt Feinde in taktischen Kämpfen. Jeder der über 20 einzigartigen Helden, mit denen ihr euer Team selbst zusammenstellen könnt, hat seine eigene spannende Backstory. Im neuen Update 1.4 erwartet euch nicht nur eine komplett neue Story, sondern es kommen 2 neue, zeitlich begrenzte 5-Sterne-Helden dazu. Die legendäre Eiszerstörungsschwertkämpferin, die sich im Kampf transformieren kann, Jingyu, und Topaz, die Feuerjagdheldin, die im Kampf ihren Begleiter beschwört, und zwar unser Warp-Sparschwein Conti. Wenn ihr das Spiel an 7 Tagen in Folge startet, bekommt ihr 10 Special Pässe, mit denen ihr die Chance habt, diese neuen Helden freizuschalten. Ladet euch das Spiel über den Link in der Videobeschreibung runter. So, der 3D-Druck ist fertig. So kam der raus. Super geil geworden. Krass, dass man so eine crazy Form einfach aus so einer Rolle entstehen lassen kann. Und jetzt steht's hier. Ah, ist auf jeden Fall schon prächtig. Super cool geworden. Da muss der Mechanismus jetzt rein und da passt er auch rein. Irgendwie so, da kommt noch die 2. Hälfte drüber. Das ist jetzt erstmal die untere Hälfte. Die Münze rutscht hier rein und fällt halt einfach genau da raus, wo sie raus soll. Aber ja, wieso sortieren wir jetzt einfach das Geld? Am Ende liegt es doch trotzdem alles im gleichen Behälter drin. Das stimmt, aber wir wollen das Geld ja zählen. Der Plan ist folgender. Die Münzen fallen perfekt sortiert durch den Mechanismus. Jetzt können wir unter jedes Loch eine Lichtschranke machen, die registriert, wenn eine Münze durchfällt. So sehen die Teile nämlich aus.
Und die funktionieren so: Auf der einen Seite ist eine LED, auf der anderen Seite ist ein Lichtsensor. Und sobald jetzt hier so eine Münze durchfällt, blockiert die das Licht, der Lichtsensor kriegt kein Licht mehr und das Ding löst aus. Und dadurch kann ich jede einzelne Münze zählen, die in das Sparschwein eingeworfen wird. Und wenn ich die alle am Ende addiere, kriege ich raus, wie viel Geld insgesamt ins Sparschwein eingeworfen wurde. Ganz einfach. Und damit wir diese Lichtschranken auch jeweils unter die Münzlöcher befestigen können, haben wir diesen Sortiermechanismus noch um so Schächte ergänzt, in denen die Münzen dann auch gut geführt durch die jeweiligen Lichtschranken fallen können, die wiederum daran auch befestigt werden. Ihr seht jetzt gerade hier das Display. Da steht gerade 0,00 Euro drauf. Jetzt testen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie wir es uns erhoffen. Ich halte das mal so hin. Ich mache da mal 2 Euro rein, ja? Zack, 2 Euro. Ja, wurde geupdatet. Machen wir 50 Cent rein. 2,50. 2,52, 2,54. Das ist krass, wie zuverlässig das funktioniert. 8,04 €. 8,54. Geiler Mechanismus. Und der muss jetzt irgendwie ins Schwein. Während die obere Hälfte von unserem Sparschwein gedruckt wurde, ist einfach das weiße Filament leer geworden. Aber unser neuer 3D-Drucker erkennt das von selbst und schiebt automatisch eine neue Rolle an Filament hinterher und druckt dann weiter. Also in der Theorie zumindest. Das neue Filament war einfach so schlecht auf die Spule gewickelt, dass die sich einfach nicht von selbst abwickeln konnte. Zum Glück hat Manu diese mittelschwere Katastrophe bemerkt und der neuen Rolle ein bisschen Starthilfe gegeben. Jetzt sollte das Teil fertig drucken können. Das heißt, wir haben jetzt hier den Unterbau vom Schwein und jetzt hier quasi das, was oben drauf kommt, das mache ich jetzt mal hier kurz von der Printplate ab. So, das ist echt krass geworden. Wir bemalen später aber noch. Da kommen nämlich noch goldene Elemente ran. Jo, aber das ist das Schwein. Nächste Challenge ist, das alles hier reinzukriegen. Hier gibt es übrigens einen Reset-Button, ja. Aktuell sind wir hier bei 11,08 €. Zack, wieder auf 0. Und dann geht es von vorne los. Wir machen den irgendwann mal ausleert, ja. Okay, also offensichtlich ist das jetzt einfach zu groß geworden trotzdem. Für Mechanismus. Das ist ein bisschen blöd, aber ich habe eine Idee, wie wir das mal ein bisschen kleiner machen können. Das ist jetzt allerdings ein bisschen Freestyle, aber ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jetzt habe ich da so ein Stück rausgeschnitten, das man hoffentlich nicht braucht. Und jetzt klebe ich es nochmal neu dran. Das und das Zwischenstück habe ich jetzt also rausgeworfen. Dadurch wurde das Ganze etwas kürzer und hat jetzt reingepasst. Das ist jetzt drin, der Mechanismus funktioniert. Das Display, das wir vorhin schon gesehen haben, ist hier oben jetzt auch eingebaut. Und damit passt der Deckel jetzt hier drauf. Und da schauen wir jetzt mal, was passiert, wenn ich eine Münze reinwerfe. Zack, 1 Cent. Okay, ich filme das mal aber von nahem. Komm, warum? Okay, hier haben wir jetzt gerade 1 Cent. Machen wir noch 50 Cent rein. Und 51 Cent. Das funktioniert. 1 Euro. 50 Cent. Nochmal 50 Cent. 20 Cent. Ja, und so spart man sich Geld. Und weiß auch genau wie viel. Ja, und das Schwein bemalen wir jetzt auch noch. Und mit mir meine ich Sophie. Mal nach Zahlen. Kannst du mir noch Zahlen drauf malen, damit ich weiß, wo ich welche Farbe hin tun muss? Nee. Ich kann nämlich nicht schreiben. Oh, shit. So sieht es jetzt angemalt aus. Das Geldzählen funktioniert natürlich immer noch. Mega satisfying. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, ob diese Anzeige jetzt auch tatsächlich 12.000 Euro überhaupt anzeigen könnte. Aber ich glaube, wenn es soweit ist, ist mir das auch egal. Probiert jetzt das Spiel Honkai Star Rail gerne mal aus. Mit dem Code in der Infobox bekommt ihr da übrigens 60 Stellariade, mit denen ihr die neuen Helden bekommen könnt. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung und spielt eine Runde. Und damit war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao.